Corona oder was bleibt von Corona und habe da eigentlich was Gutes gefunden. Was bleibt von Corona? Vornehmlich vier beunruhigende Erkenntnisse. Wir haben in den letzten 3 Jahren den ungezügelten Größenwahn von Politikern erlebt, die bei der Installation von totalitären staatlichen Zwangsmaßnahmen haben, die sich kurz davor noch niemand vorstellen könnte, vor lauter Machtbesoffenheit alle Grenzen überschritten haben. Wir haben das Vollversagen einer Medienlandschaft erlebt, die nahezu einhellig den Regierungskurs unterstützt und in weiten Teilen sogar noch ein härteres Vorgehen gefordert hat. Statt den Regierungskurs kritisch zu hinterfragen, was in einer Demokratie die eigentliche Aufgabe der Medien ist, haben sie diejenigen zum Schweigen gebracht und aufs Übelste diffamiert, die den Regierungskurs kritisch hinterfragt haben. In einigen Fällen ist es nicht einmal übertrieben, von regelrechten Hetzkampagnen zu sprechen. Wir haben das Versagen der Gewaltenteilung erlebt. Als das ausschließlich in der Merkel-Zeit ernannte richterbesetzte Verfassungsgericht kurz nach einem lauschigen Dinner im Kanzleramt die brüllend offensichtlichen Verfassungsbrüche des Corona-Regimes genauso nonchalant durchwinkte wie so ziemlich alle anderen zuvor, seitdem der Euro-Rettung die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Wir haben erlebt, wie sich der Großteil der Bevölkerung durch die Panikpropaganda, Dauerbeschallung in eine Massenpsychose versetzen ließ, bei der die Befallenen widerspruchslos so ziemlich alles mit sich machen ließen und obendrein noch bereit waren, den Nichtbefallenen auszugrenzen oder gar zu denunzieren, selbst wenn es sich dabei um beste Freunde oder engste Familienangehörige handelte. Angesichts dieser 4 Erkenntnisse hat sich so mancher, der seinen klaren Verstand und seinen kritischen Geist schadlos über die letzten 3 Jahre retten konnte, zu der Bemerkung hinreißen lassen, jetzt habe er endlich in der Tiefe verstehen können, dass der Film Die Welle keine Fiktion bleibt, sondern Wirklichkeit werden kann. Die Möglichkeit, faschistoide Strukturen zu erschaffen. Fazit: Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, sondern lediglich mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und in der Lage sein, 2 und 2 unfallfrei zusammenzuzählen, dann kommt man nicht umhin, den begründeten Verdacht zu hegen, dass Corona eine Art Generalprobe war, um die Menschen zu manipulieren für die Akzeptanz ähnlicher drastischer Maßnahmen zur Bekämpfung des angeblich durch anthropogenen CO2-Ausstoß verursachten Klimawandels. Alle Zeichen deuten darauf hin. Wirklich ausnahmslos alle. Sie tun das nicht etwa dezent oder verklausuliert. Nein, sie springen einem förmlich an. Laut, schrill und aufdringlich. Man muss sich schon beide Ohren und Augen krampfhaft zuhalten, um all das ignorieren zu können. Warten wir es ab. Und hoffen wir, dass immer mehr Menschen wieder anfangen, selbstständig zu denken und sich von der Bevormundung des Staates lösen. Und auch weiter sich informieren über den neuen WHO-Pandemievertrag, der kommen wird. Es gibt so vieles, was jetzt so im Hintergrund läuft, was für mich unheimlich beunruhigend ist, weil wir immer mehr Souveränität abgeben an eine Organisation, die nicht gewählt ist. Die Pharmavertreter, Lobbyisten geführt ist. Ja, und ich denke mal, das geht alles so unter in diesem ganzen Ukraine, Klimawandel und Gedöns. Und ich denke mal, da sollten wir einfach weiter die Augen und die Ohren offen halten.